Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Reaction Video von mir. Heute schauen wir uns das Video an von Cologne Watch Center 15.000 Euro Sneaker versus 15.000 Euro Iced Out Rolex. Vardy Team versus Cologne Watch. Das Video ist von Marc. Genau. Und Vardy Team. Mit beiden stehe ich natürlich in Kontakt und habe gedacht, dann muss ich mir das Video dazu auch mal anschauen. Das ist vor 4 Tagen rausgekommen tatsächlich. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Deswegen würde ich sagen, los geht's Leute. Herzlich willkommen zu Cologne Watch, mein Name ist Marc Geber und heute sind wir... Gut windig auf jeden Fall das Video. Das Video hat 5700 Likes und 160 Dislikes nur. 112.000 Aufrufe, sehr, sehr gute Quote. Lieber Marc, weiter so. Hier in Berlin bei Vardy Team, vielen Dank, dass... Ja, Alter, ich hoffe, der Ton wird noch besser. ...du uns hier empfängst. Vardy Team auf jeden Fall eine Gelb-Gold Daytona an, ist es, glaube ich. Doch bevor wir jetzt anfangen, bitte... Schon viel besser. Abonniert den Kanal und lasst ein Like da, wenn euch denn der Content gefällt und checkt auch bitte seinen Kanal auf. Ja, und vor allem Leute, hier jetzt erstmal meinen Kanal abonnieren und liken bitte. Danke. Wenn ihr interessiert seid an dieser Art von Fashion, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich sehe gerade, Vardy Team hat meine Peso Cargo an. Grüße gehen raus, danke fürs Supporten. Und mit der ersten... Ja, die Cargo war natürlich auch wieder ein Meisterstück. Von mir, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, habe ich wieder eine coole Hose rausgebracht. 10 Uhr beginnen wir jetzt. Es ist die Datejust 41 mit einem Diablatt in Blau. Das Kuriose ist diese... Sehr schön. Das ist eine coole Uhr. Ich finde Jubiläarmband zwar besser bei Nicht-Eisart-Uhren, aber ja. Die Uhr hat sich preislich enorm entwickelt und ich sage es immer wieder, ja, zurzeit wird sie neu gehandelt um die 11.000 Euro mit einem normalen Blatt. Was meinte der, 36 oder so? Weil ich habe ja meine auch noch da. Also ich habe ja auch, also das ist ja eine 41 mm, aber ich habe auch noch eine 36 mm Datejust mit Jubiläarmband, Bicolor aber, mit schwarzem Ziffernblatt und auch 10 Diamanten drauf. Die habe ich auch noch. Die Day-Date, meine erste Uhr, also die komplett gelb-goldene, die habe ich mittlerweile abgegeben, weil 3 Uhren brauche ich ehrlich nicht. Seit ich die habe, hatte ich auch einmal nur die Bicolor Datejust an. Also eigentlich brauche ich die andere auch nicht, aber ich behalte sie einfach mal, weil wer weiß, es gibt ja bestimmt auch Anlässe, wo ich auf keinen Fall eine Ice-Out-Uhr anziehen kann. Weißgold-Lunette, einfach ein Klassiker. Und was hast du uns mitgebracht, was zu diesem wunderschönen, zu dieser wunderschönen Uhr passt? Passend dazu habe ich zum Beispiel den Air John 1 Royal in Satin. Für die Sneaker-Liebhaber von euch wird es ein Begriff sein. Für die ja, diese Satin-Modelle, die sind ja geizkrank viel teurer als die normalen. Wobei ich finde, also rein optisch gesehen, jetzt ohne den Wert zu betrachten oder so, finde ich normale Jordans schöner als die Satin-Edition. Die, sagen wir so, Leute, die sich mit Sneakern und der ganzen Design-Fashion nicht auskennen, wissen, es gibt eine OG-Colorway zum Beispiel. Den Ton haben die leider verkackt. Sorry, es tut mir leid, Leute, wenn es ein bisschen leise ist. Ich versuche es im Schnitt ein bisschen lauter zu machen. Also falls euch nichts auffällt, dann hat der Schneideboss da alles hinbekommen. Für The Royal. Und das ist so gesagt die edle Version damit in diesen geilen Setten. Dieses Stück gibt es nur 700 einmal auf der Welt. Aus diesem Grund hat es auch einen stolzen Preis für einen Sneaker in Höhe von 2000 Euro. Jedoch gab... Ach so, ich dachte, die wären viel teurer. Ich dachte jetzt, die kostet genauso viel wie die Datejust. Ja, sehr schöne Kombination. Wir werden das hier nochmal von Namen zeigen. Passt doch. Achso, die Uhr passt optisch zu den Schuhen. Wegen blauem Ziffernblatt. Okay. Und weiter geht's mit der nächsten Uhr. Und zwar mit einer Hublot. Habe ich sonst sehr selten drin gehabt. Die finde ich nicht so nice. Also es gibt selten schöne Hublots. Und die Wertentwicklung von denen ist ja auch jetzt nicht so nice, aber also mir geht es eh bei Uhren eher immer um das Aussehen als um die Wertentwicklung, aber die finde ich jetzt nicht so nice, muss ich sagen. Es ist eine Voll-Keramik-limitierte Classic Fusion mit skelettiertem Werk auf 78 Stück limitiert. Also skelettiertes Werk finde ich sehr schön, aber dieses dunkle Blau, was so leicht blass ist, gefällt mir irgendwie nicht so gut. Vor allem nicht Iced Out. Und wir verkaufen sie aktuell mit einem großen Nachlass. Ich meine, die liegt um die 12, also knapp vor 10.000 Euro. Ist ein bisschen jüngeres Produkt, ein bisschen szeniger. Ich muss dir sagen, ich persönlich würde die Uhr auch tragen. Also mir gefällt die sehr, sehr gut. Auch diese kleine Limitierung. Im Netz, glaube ich, gibt es nur uns in Europa. Sonst hat niemand die. Man kann jetzt keine Wertsteigerung da erwarten. Ne? Wenn man sie halt günstig kauft, muss man immer so rechnen, ja, dass man so um die 10% verliert an so einer Uhr. Finde ich jetzt gemessen an der Summe eigentlich in Ordnung.
Ich finde aber bei einer Uhr, wenn einem eine Uhr gefällt und man die sich kauft und jetzt nicht so der Uhrenhändler ist, dann ist es doch eigentlich egal, wie viel die Uhr danach wert ist, weil man die ja eigentlich kauft, um die zu tragen. So. Bei meiner ersten Day-Date war es so, die habe ich glaube ich für 10 oder so gekauft und habe die jetzt für 9,5 wieder verkauft. So, keine Ahnung, die 500 € Verlust, das war eine Vintage-Day-Date, die war von 1986 so. Und deswegen, also finde ich jetzt nicht, dass man nur auf Wertentwicklung gucken sollte. Wir machen weiter mit einem Rolex-Modell, und zwar der GMT Master in einem Teilbesatz. Ja, wir haben hier etwas ganz Spannendes eigentlich. Die Oh yeah. also die hochpolierten Stellen sind ausgetauscht. Okay, ja, ich finde also Diamanten auf Uhren sowieso immer schön. Gibt ja Leute, die mögen das nicht. Was mir nicht gefällt, ist die Lünette, dass da so schwarze Stellen zwischen sind. Sind das schwarze Diamanten? Ja, ansonsten hier das finde ich sehr nice. Ja, cool. Gefasst mit Diamanten, und die Lünette besteht halt aus normalen und schwarzen Diamanten. Das ist Doch, schwarze Diamanten, okay. ein Modell, was wir aktuell für 15.000 € anbieten. Ist eine ganz tolle Uhr. Das Basismodell gibt es halt auch nicht mehr. Darum ist die Uhr auf lange Sicht relativ safe, was den Preis angeht. Ich bin mir auch sicher, dass es in Zukunft nicht so einfach sein wird, mehr diese besetzten Uhren in diesem Level preislich zu halten, weil einfach ist, man kann sich ja keine andere Uhr mehr aussuchen. Man muss vorstellen, dass das normale Modell aktuell bei über 10.000 € liegt, in Gebraucht. Das heißt, wenn du jetzt diese Uhr fertigen willst und der Besatz kostet zweifelsohne mehr als 5 Mille, dann wird es schon schwer. Und ich finde es eine sehr coole Uhr, die jetzt nicht so over the top ist. Und dazu passend haben wir folgenden Sneaker rausgesucht. Das ist der Chanel. Da hätte ich doch jetzt den Supreme Hoodie zugenommen, weil der auch schwarz ist und auch Steine drauf hat, wie Swarovski halt. Ja, aber egal. Sneaker in der Kollaboration mit Adidas, das war der erste Sneaker allgemein in der Geschichte von Chanel, der auch in Männergrößen produziert wurde. Hier haben wir eine 38. Also falls ihr euch eurer Freundin ein Geschenk machen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr kaufen müsst. Preislich ist es genau das gleiche. 15.000 € wird. Was, Alter? 15.000 €? So teuer ist der. Ich dachte, der lag jetzt so bei 7 oder 8. Krass. Okay. Was für Größe da? Was? Was? Das kostet das Gleiche? Also, ja, also ich muss ehrlich, also ich muss ehrlich sagen, also mir gefällt der auch, als er eben da vorne stand. Ich habe gedacht, Ja, dann tausch doch gegen die Uhr, Marc. das ist schon ein cooler Schuh, ne? Ja, der Listenpreis war beim 1.000 € auf dem Graumarkt, werden die von 10.000 bis 15.000 € gehandelt. Die kleinen Größen sind natürlich ein bisschen teurer. Also ich finde, es ist ein perfekter Match wegen den Schwarz-Weißen. Kann man echt nicht falsch machen. Aber die ist wahrscheinlich schuldig. Wir machen weiter mit der nächsten Marke, und zwar Custos. Der Sohn von Frank Müller hat sich mal selbstständig gemacht und ist mit diesem Design um die Ecke gekommen. Ja, die kenne ich. Da wird auch Werbung irgendwie für in Düsseldorf gemacht. Halte ich jetzt nicht so viel von. Also sieht halt aus wie eine Mischung aus Frank Müller und Richard Mille. Ich weiß nicht, also vor allem das hier sieht wirklich sehr nach einer Richard Mille aus. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, Liste kostet die um die 20 oder 25.000 € und wir geben es ab knapp über 10.000 € und Alter, was ist das denn für eine Wertentwicklung? Also das hört man ja gar nicht so von Uhren, dass sie auf die Hälfte gesunken ist. Das ist ja wirklich. Also hierzu passend, ja, wenn man diesen Look von Richard Mille für einen günstigen Kurs macht. ja, sagt er selbst, der Look von Richard Mille. Richard Mille, oh, ich werde angerufen. Für September brauchen wir die Jacke mit Stehkragen in Schwarz und. Markt, dann ist das die richtige Uhr, und dazu passend, ey, dieses war sehr sensationell. Ja, also diese Schuhe gibt es nur 223 Mal auf der Welt. Wie ihr seht, gibt es diesen grünen Akzent im Lack, schwarz und natürlich das Zoom. Sagt mir aber auch nicht zu, also ich würde sie mir nicht holen, auch wenn es die jetzt nur 223 Mal auf der Welt gibt. Und jetzt die vorletzte Uhr ist von Audemars Piguet, und zwar aus der Royal Oak Serie. Nicht die Offshore, sondern die klassische Royal Oak an einem Kautschukband. Ich überlege gerade, was ich davon halten soll. Doch, ich finde die eigentlich nice. Ey, das hat was. So, dieses rote Teil hier, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also wäre das auch in so einem normalen weißen Kreis, wäre es, glaube ich, echt nice. Ey, aber die Uhr, die hat was. Die ist nice. Es handelt sich um die limitierte Alinghi mit einem weißen Blatt, und man sieht das Logo des Yachtteams auch hier in einem Totalisator in Ah, okay. Rot. Die Uhr kommt in Rosé.
Das Logo des Yachtteams, okay. Gold und ist etwas flacher. Sie haben 39 mm Durchmesser. Boah, 39 mm Durchmesser. Ich bin gerade am Überlegen, mal zum Markt zu fahren, mir die anzuschauen. Chronograph mit einem Datum. Die findet man unter anderem auch auf colognewatch.de. Und mein Wunsch war es, dazu zu kombinieren. Diesen Trolley, ich habe ihn noch nie live gesehen. Ja, und ich finde, es ist einfach... Sag doch mal bitte den Preis jetzt. Da haben wir die. Die Uhr kostet, boah, 30.000. Ja, das also, würde ich jetzt nicht dafür ausgeben. Aber ach, die ist schon nice. Da finde ich die hier aber noch besser, ehrlich gesagt. Für 22. Ja, die sieht doch schick aus, oder? Seht ihr das überhaupt? Ihr seht es nur halb. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ah, die hat aber ein Lederarmband. Boah, aber ich finde die nice, ehrlich gesagt. Ja, krass. Und jetzt als letzte Uhr, das absolute Highlight. Ich freue mich, sie ist gestern reingekommen. Wirklich gestern. 5712 Patek Philippe Nautilus. Ich finde ja diese flachen Pateks so nice. Monatskalender mit, ja, man hat hier ein Datum drin, eine kleine. Für mich müsste, also wenn ich mir jetzt eine holen würde, müsste die das alles gar nicht drauf haben. Also ich finde einfach nur diese mit dem ganz cleanen Ziffernblatt sehr nice. Ich hatte auch letztens bei, als ich bei Marc war, tatsächlich eine anprobiert. Aber irgendwie wirkt das bei mir nicht so. Also ist nicht so der Hype, das ist eher eine Herrenuhr. Also vielleicht so. In 5 bis 10 Jahren kann man drüber nachdenken, aber jetzt keine Ahnung. Also ich hatte vorher eine AP Royal Oak Iced Out an und habe mir die so angeschaut, habe direkt danach die Patek angezogen und irgendwie, auch wenn die Patek krasser ist, auch schon vom Preis her und so, war das gar nicht so dieser Hype. Also irgendwie hat es mir dieser Iced Out Film sehr angetan. Eine Sekunde Power Reserve Anzeige, eine Mondphase in dem komplett Stahlgehäuse der Nautilus. Passend dazu habe ich den Adidas Yeezy 750. In der Kollaboration mit Kanye West. Das ist ein Yeezy, der als erstes rausgebracht wurde in der Kollaboration zwischen Kanye West und Adidas. Sehr, sehr, sehr nicer Schuh. Ja, finde ich bisher der beste. Natürlich finde ich diese Uhr viel besser als diesen Schuh, aber ich würde sie mir nicht kaufen. Ist klar. So, jetzt sind wir hier am Ende des Videos angekommen. Bitte vergesst nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen. Okay, den Preis für den Schuh hat er jetzt nicht genannt. Ja, sehr lustiges Video. Mich hätte mehr interessiert, wenn Wadi vielleicht sogar Sachen rausgesucht hätte, die preislich auf einer Höhe liegen. Aber ja, trotzdem sehr nice. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Leute. Und dann lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder auf dem Hauptkanal. Also haut rein. Peace.